Hallihallo Leute, willkommen zurück bei Broken Age. Ich bin hier immer noch ahnungslos mit Bella, aber ich habe einen netten Tipp bekommen. Ich habe eine Nachricht ereilt und zwar, dass es hier, das hatte ich gar nicht gesehen, dass es hier Farbspuren gibt. Und dass das doch darauf hinweisen könnte, wo, nehmen wir dieses hier mal weg? Wo die farblichen Kabel waren. Und sehe ich es auch hier, dass hier so Linien sind. Vielleicht sind das ja die richtigen Verkabelungen. Das war schon viel besser. Ah! Mit diesem. Ich glaube, das nächste. Klemme es hier dran. Ups. Ah, nein, nein. Gut. Habe ich es geschafft? Ich bin daneben, habe daneben gedrückt. Gut. Oh. Das sieht gut aus. Und hier? Hierhin? Das waren alle meine Kabel. Nochmal probieren. Ah, da ist mein Mädchen. So, jetzt kann ich mit dem Mädchen irgendwas machen. Aber was? Aber was? Was muss ich nochmal machen? Ich gehe nochmal kurz zu Mama. Ich bitte dich nur darum, einige hundert Meter nach links oder rechts zu steuern. Nur für einen Moment. Selbst wenn ich dazu in der Lage. Sie leuchtet mit der Taschenlampe. Was muss ich denn jetzt machen, Mama? Sag mir mal nochmal. Ich komme gleich runter und ich will mich jetzt nicht in diesen Streit einmischen. Du kannst mich wie einen Strickbulli auflösen. Kann ich da was beim Navigationsweber jetzt machen mit dir? Rein wollte ich eigentlich. Der Navigationsschall wurde ausgegeben. Aber ich kann die manuelle Steuerung. Tut mir leid. Zurzeit brauche ich keine Praktika. Nicht, wenn ich die Anweisungen einer Sternenkarte befolge. Das ist doch lächerlich. Ich stelle die Regeln nicht. Nicht anfassen. Das ist sehr empfindlich. Und kitzlig. Und wie kitzlig genau? Diese Information wird nur auf Anfrage erteilt. Aha. Und wer dann? Die Regeln haben schon. Das ist ja interessant. Es ist nicht unsere Aufgabe, ist kitzlig. Ich frage mich, wenn ich diesen Navigationsschal noch mehr durcheinander bringe, könnte uns das aus dieser Bredouille helfen? Was meinst du mit noch mehr? Oh, zum ersten Mal natürlich. Würde das unseren Kurs ändern? Nein. Der Schal wurde bereits an das Navigationssystem weitergegeben. Es braucht weder rechte noch linke Maschen, bis wir unser Ziel erreicht haben. Aber bitte berühre ihn nicht. Er ist ein sehr empfindlicher Teil unseres Systems. Muss ich jetzt das andere Ende von dem Navigationsschal suchen? Er hat gesagt, berühre ihn nicht. Er ist sehr empfindlich. Das würde ich gerne, Captain Volta. Aber sobald der Pfad gewählt wurde, folgt das. Nein, ich glaube, der Raumweber würde es fühlen. Nur für einen Augenblick. Ich habe keine Kontrolle darüber. Wir werden in Stücke gerissen. Wo führt denn der Navigationsschal hin? Es gibt keine Schiffsschilde. Wir haben den Fusionsort über dem Müll. Halt, da kann ich es vielleicht doch hier durch. Welches Protokoll? Da sind so viele. Na, da komme ich nicht durch. Wo führt denn der Navigationsschal hin? Der führt doch nochmal zu Mama, oder? Irgendwas muss ich reparieren. Mit dem kleinen Kerlchen. Da komme ich aber nicht rein. Ich gehe jetzt mal zu Mama. Irgendwo. Das ist Neuland, klar? Mein Ratschlag, zurücklehnen. Oder muss ich da auf dieses Manuell gehen? Ich bitte dich nur darum, einige hundert Meter. Wofür brauche ich denn ein kleines Mädchen, das Taschenlampen schwingt? Ich verstehe es nicht ganz. Selbst wenn ich dazu in der Lage wäre, kann ich denn jetzt. Ich schaue immer wieder, ob ich durch eine von diesen verschlossenen Türen jetzt dann doch durch kann. Da kann ich nicht durch. Den da. Ha, dieses Mal hat es nicht geklappt, aber es sollte eigentlich. Alex, hast du meinen Todesstrahl deaktiviert? Männchen hier benutzen.
Keine Ahnung. Nee, nicht wirklich. Ich stelle mir auch immer die Fragen, was aus diesen eingeschlossenen Maiden geworden ist, aber die kann ich jetzt auch nicht retten im Augenblick, weil alles zertrümmert ist. Oder muss ich die wieder hier anwenden? Aber hier ist ja jetzt nichts mehr. Oder muss ich die mit Vella anwenden? Nee. Hier? Nee. Ich bin verwirrt, Leute. Jetzt habe ich zwar ein kleines Reparaturgenie, aber weiß nicht, was ich damit machen soll. Ups. Nee. Dann gehe ich mal nach unten. Hier vielleicht. Tut nichts, keiner sagt was. Hier vielleicht. Auch nicht. Kann er mir denn hier vielleicht helfen? Irgendwo. Diese Tür muss beim Zusammenprall wohl verkeilt worden sein. Kannst du sie nicht entkeilen, Kleiner? Nein, geht nicht. Was kann ich denn eigentlich hier machen? Hey, Präsident Hässlich. Sei gegrüßt, Schätzchen. Bitte entschuldige mich. Ich muss euer Tun ein für alle Mal beenden. Du wirst nie... Oh doch, wir werden. So, aber ich habe nicht den Eindruck, dass ich hier was machen kann. Ja, ich werde jetzt einfach mal den Todesstrahl nochmal ausprobieren. Was anderes fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht ein. Also gehe ich jetzt mal in den... Hat da Vella gerade geschielt? Kann das sein? Ich will jetzt also nochmal in diesen Raum mit dem zerbrochenen Fenster gehen, in den hier, und nochmal versuchen, den Todesstrahl anzuwenden. Ha, dieses Mal hat es nicht geklappt, aber es sollte eigentlich. Alex, hast du meinen Todesstrahl deaktiviert? Und was jetzt? Nee. Kann ich eigentlich da hoch? Da irgendwie einen besseren Empfang? Ha, dieses Mal hat es nicht geklappt. Oh. Ich habe jetzt mal das Messer benutzt. Siehst du? Wir sind gar nicht im Weltall, Dutch. Das wusste ich. Schließlich habe ich ja auch das Schiff zum Absturz gebracht. Erinnerst du dich? Nein, ich habe es zu Fall gebracht. Aber lass uns nicht streiten. Bringen wir es gemeinsam noch einmal zu Fall. Solange ich Dinge zerschneiden kann, bin ich dabei. Ja, aber den Navigationsweber, den konnte ich ja nicht zerschneiden. Nee. Ich dachte mir, vielleicht kann dieses Ding den Todesstrahl wieder reparieren. Muss ich den da unten lassen, irgendwie als Ablenkung? Du kannst mich wie einen Strickpulli auflösen. Das würde aber auch nichts an unserem Kurs ändern. Der Navigationsschal wurde ausgegeben. Aber ich kann ihn... Hey, nicht anfassen. Das ist sehr empfindlich. Und kitzlig. Und wie kitzlig genau? Diese Information wird nur auf Anfrage erteilt. Nicht wenn Dann ich die Anweisung... Dann will ich jetzt meine Anfrage stellen. Hallo, sag mir doch mal, wie kitzlig du bist. Hey, du steuerst dieses Schiff, nicht wahr? Kannst du uns hier wegbringen? Ich wähle nur den Pfad. Das Schiff steuert sich selbst. Kannst du nicht ein wenig nach links oder rechts steuern? Wir werden sterben, wenn du es nicht tust. Nun, jetzt habe ich Angst. Wie soll das helfen? Ich stelle die Regeln nicht auf. Wie soll das helfen? Ja, Vella, anders kann man doch nicht reagieren. Was muss ich jetzt tun? Ich begreife es nicht. Ich bin begriffsstutzig sozusagen. Auf runter. Hm. Die Regeln haben schon immer existiert. Ich
versuche mal auf manuell. Hey, stört es dich, wenn... Oh, bitte rühr die nicht an. Von hier aus steuere ich alle Systeme des Schiffs. Ich wollte nur... Das Schiff in die Luft jagen? Das kann man nämlich unter anderem hier machen. Oh, nein, das wollte ich gar nicht. Vergiss es. Wir sind verloren. Tja, jetzt habe ich zwar einen kleinen Reparatur. Nun, dann umgehe es. Wir werden beschossen. Das würde ich gerne. Ich weiß aber nicht, was ich tun soll, Leute. Ich will mich jetzt nicht in diesen Streit einmischen. Ich habe keine Kontrolle darüber. Wir werden in Stücke gerissen. Die Schilde des Schiffs werden uns sicherlich beschützen. Es gibt keine Schiffsschilde. Wir haben den Fusionsorb über dem Müllschlu... Habe ich irgendwas noch nicht? Hier. Was muss ich tun? Ach so, Moment mal. Ah, mir fällt gerade ein. Sie sagt doch, Alex, hast du mein Todesstrahl deaktiviert? Vielleicht muss ich jetzt rüber zu Shay. Moment. Ich gehe mal zurück und hau mir diesen Spruch nochmal an. Vielleicht ist das wieder so ein Shay plus Vella-Ding. Das ist ja nicht immer so ersichtlich. Ha, dieses Mal hat es nicht geklappt, aber es sollte eigentlich. Alex, hast du meinen Todesstrahl deaktiviert? Vielleicht ist das Zeichen, dass ich zu Shay wechseln muss und mit dem irgendwas anstellen muss. Hier vielleicht? Nee. Ach, da Moment mal, da ist die Tür offen. Schaut mal, da ist die Tür offen. Ach so, das habe ich gar nicht gesehen. Oh. Toll. Oh, hallo Sohn. Wow. Papa, was machst du hier? Ich flicke nur noch ein paar Löcher. Aber jedes Mal, wenn ich eins stopfe... Oh, ich muss los. Okay. Das sind zwei Türen. Das sind wohl... die zwei... Oh, das ist ein Buch? Na, dann gehe ich doch mal zum Buch. Sieht aus wie das Steuerpult des alten Schiffs. Da ist ein altes, zerfallenes Logbuch. Aha, Moment, das ist ein neues Schema. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Schiff selbst uns anlügt. Morgen werden wir versuchen, auf einem der feindseligen Planeten zu landen, der, soweit wir wissen, vielleicht gar nicht... Das sieht sehr alt aus, sehr alt aus. Ja, ist denn das Schema, dass ich, ein weiteres Schema, das ich jetzt bei unserem Hexonauten bei Vella anwenden muss? Moment, ich mal das mal nochmal ab hier. So. Ich vermute mal. Aber ich glaube, diese vielen ausgefüllten Sachen haben wir gar nicht gehabt, oder? Okay. So. Jetzt schaue ich mal zu Vella und versuche mal, diese Verkabelung bei dem Hexonauten umzusetzen. Ja. Ich wollte. Okay. Ach so, aber wie sehe ich denn? Ach, ich sehe es ja gar nicht. Oh no. Ich habe hier gar kein Terminal, das es mir anzeigt. Das ist Ihr Taschenlampe schwenken Sicherheitsmuster. Oder gibt es noch einen Hexonauten bei Shay? Ich schaue mich mal weiter mit Shay um. Ich habe hier zwei Flure, die ich entlang gehen kann. Ah. Papa, hast du etwas gesehen? Was? Noch ein Leck? Nein, nicht genau. Oh, gut. Ich habe hier oben nämlich genug zu tun. Okay, da sind welche nämlich abgehauen. Und einen von denen werde ich wahrscheinlich umprogrammieren müssen. Toll! Hallo! Seid ihr vom alten Schiff? Wart ihr 300 Jahre hier unten? Ganz alleine?
toll. Könnte ich vielleicht einfach vorbei und... Hey, 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 in Ordnung. Na gut, ihr wollt nicht, dass ich da reingehe. Alles klar, schon gut. Ich habe andere Sachen zu tun. Das sind jetzt also keine Strickhexonauten, sondern Musikkabos oder so. Was ist das? Hey, ich werde nur kurz... Ach ja, stimmt. Ihr Jungs steht nicht auf sowas. Tja, wo ist Grubsch, Gary, wenn man ihn braucht? Die Jungs sind offenbar ziemlich lange alleine gewesen. Ja gut, Leute, ich würde sagen, an diesen Jungs quetschen wir uns dann im nächsten Part vorbei. Und bin dann gespannt, was wir dann auf der anderen Seite vielleicht bei Vella auslösen. Damit, wenn wir denn dieses Rätsel hier lösen können. Also, bis zum nächsten Part. Ciao.